Jo, liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Forest. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich habe jetzt eben mal hier ganz kurz ein bisschen was zu essen mitgenommen. Wir werden jetzt gleich erstmal ganz kurz zu Beginn der Folge, wenn wir oben da sind, bei unserer Kirche und Mauer und so weiter, werden wir uns erstmal was Kleines zu essen auf jeden Fall machen. Da, ja, wir auch langsam wieder mal ein bisschen Hunger haben. Sagen wir es mal so. Und ja, in den letzten Folgen haben wir immer weiter ein bisschen dort oben rumgebaut, an der Mauer, an dem Baumhaus, waren auch ein paar Mal auf Reisen, so zwei, dreimal, haben uns da halt ein bisschen Alkohol, Stoff und solches Zeug halt besorgt. Und ja, diese Folge werden wir gleich mal schauen, was wir so insgesamt jetzt machen werden alles. Also, auf jeden Fall möchte ich halt hier innen drin noch ein bisschen ein paar Sachen halt bauen. Vielleicht das Tote mal noch ein bisschen weiter bauen. Aber das ist jetzt keine unbedingte Sache, die ich unbedingt fertig jetzt kriegen möchte in dieser Folge. Ja, und erstmal habe ich ganz paranoid dort unten hingeschaut, weil ich dachte, dort läuft was. Ja, aber auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir jetzt auch bald wieder nochmal auf eine Reise. Weil ich möchte ganz gerne hier, was Alkohol betrifft, ich möchte unbedingt wieder mal dann einen kleinen Vorrat so machen, mehr oder weniger. Einfach damit wir halt einen schönen Vorrat haben. So, wir platzieren jetzt auch erstmal hier ein paar kleine Lagerfeuer. Das sind ja sowieso wieder neue Äste, Zeugs, überall gespawnt und so. Von daher haben wir eh jetzt erstmal wieder genug Stöckchen Zeug. Ja, gerade hat es leicht einmal geruckelt hier. Das ist nicht gut, denn meistens sind es einmal ganz kurz geruckelt. Es ist ja so, dass dann irgendwie Gegner kommen. Also eine ganze Gruppe. Das ist mir ja schon des Öfteren mal aufgefallen, so in letzter Zeit. Krabbel unsere kleine Echse. So. Das Feuer machen wir jetzt einfach mal hier. Zack. Hier kommt dann jetzt unser Essen drauf. Einmal das. Oh, es wird direkt fertig. Sehr schön rein damit. Lecker. Schmecker. So, dann nochmal ein Fisch. Lecker Fisch kommt auf den Tisch. So saftig süß, sagt man ja sogar, ne? So. Gut. Ja, dann gehen wir mal kurz hier hinter. Ja, also hier möchte ich hier die Bäume, so hatte ich das ja auch schon beim letzten Mal gesagt, eigentlich mehr oder weniger in Frieden lassen. Okay, Falle hat zugeschnappt. Wir gehen mal lieber fix raus. Mist. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal gerade was anderes gucken. Hä? Ich habe doch eben eine Falle zuschnappen gehört. Ich bin doch nicht bekloppt. Okay. Ja, anscheinend schon. Anscheinend schon. Ja, jedenfalls, ich wollte jetzt erstmal hier die Steine kurz so platzieren, wie wir die hier bauen. So, ich werde hier noch so einen kleinen Abschnitt damit machen. Halt, Moment. So machen wir das Ganze bis einfach hier hin, so, ja. So wäre das dann jetzt geplant hier von mir. Ganz dort hinten lang durchziehen können wir es natürlich auch noch, aber ich wollte das halt hier gerne so machen, dass halt, wenn wir hier so in diesem Bereich schauen, dass rechts und vor uns überall das so mit den Steinen ist. Deswegen hier ist es nicht zwingend notwendig. Zumal hier hinten dann der Gang, glaube ich, etwas eng werden könnte, ja. Da muss man aber schauen. Das kann sich auch nochmal spontan ändern, so meine Meinung da dazu. Muss man ganz klar auch noch so dazu sagen. Auf jeden Fall möchte ich hier ganz gerne noch ein paar Lagerorte hinbauen. Das ist ja auch mal noch ganz cool. Und daher für spontane Dinge zu haben bin, ja. Lasst uns spontan einen kleinen Ausflug unternehmen, Leute. Ja, ein spontaner Ausflug. Würde ich sagen, einfach mal so heute. Eigentlich war es jetzt absolut gar nicht geplant, aber ja, spontaner Ausflug. Ich habe es ja eben gesagt, wir bräuchten wieder mal ein bisschen Alkohol und sowas. Einfach damit wir halt dann auch besser Feuerpfeile und so wieder schöner Vorrat machen können. Jede Menge. Deswegen, ja, lasst uns jetzt einfach mal uns darum kümmern. Ja. Und
Ich würde sagen, wir werden wahrscheinlich dafür einfach mal in eine Höhle reinsteigen, wo wir schon mal drinne waren. Ich muss mal schauen, wo wir mal noch eine Höhle haben, wo wir noch nicht drinne waren im Let's Play. Hier so und so. Ja, weil ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wo der Bogen ist, den es noch zum Beispiel gibt. Den ich ganz gerne mal noch haben möchte. Ja, und zwar höhenmäßig ist jetzt aber auf jeden Fall geplant, die Höhle bei dem ganz großen Dorf. Warum gerade die? Ich glaube, wir kriegen da ganz gut unsere Vorräte voll. Vor allem müssen wir da, glaube ich, nicht sehr, sehr tief rein in die Höhle. Da bei der Höhle hatte ich es eigentlich so eigentlich ganz gute Erfahrungen, also dass das ganz flott ging. Aber was ist das für eine Höhle? Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Es kann sein, dass es ein anderer Ausgang ist für eine Höhle, wo wir schon drinnen waren. Das kann auch sein. Lass uns mal hier runter erstmal. Vielleicht machen wir dann doch nicht zum Dorf. Ob das so schlau ist, hier runter zu machen, ja, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber einfach mal erkunden, ja. Okay, hier ist ein Lagerfeuer. Aber das muss ja nicht heißen, dass wir hier schon mal waren. Denn Lagerfeuer sind ja auch so manchmal in manchen Höhen. So. Hier haben wir Stoff und so. Okay, haben wir noch ein Lagerfeuer? Okay, ja, ich glaube, hier waren wir schon mal. Da jetzt zwei in so kurzer Nähe und Abstand so jetzt kamen. So. Zack. Gut. Natürlich muss man halt auch sagen, das ist wieder so eine Höhle mit vielen Wegen. Da kann es natürlich auch sein, dass wir da schon mal einen Weg ausgelassen haben hier. Das kann natürlich auch gut sein. Und was auch gut sein kann, ist, dass ich jetzt gerade Angst habe. Ich habe immer so ein beklemmendes Gefühl in den Höhlen. Falls ihr The Forest selber spielt oder gespielt habt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Dieses beklemmende Gefühl in den Höhlen. So. Wir machen mal hier durch. Was ist denn das? Ach, das sind Herzen. Ich dachte gerade, das wären Köpfe. Aber für Köpfe wäre es ja zu klein. Naja, es gibt auch kleine Köpfe. Aber das wäre, glaube ich, viel zu klein. Und vor allem auch zu schmal. Es ist ja nicht nur klein, sondern es ist auch verdammt schmal. Ich sehe nichts mehr außer Dunkelheit. Und das ist nicht gut, das könnt ihr mir glauben. Mich gerade irgendwie leicht verlaufen hier. Und so geht es mir gerade wirklich. Ich habe mich gerade wirklich leicht verlaufen hier. Ich sehe nur noch, dass es hier so lang geht, aber ich weiß nicht mehr, wo wir reinkamen. Aber wir haben eigentlich. Ja, jetzt wäre ich fast in das Loch geflogen. Dann hätte ich aber geschrien. Ich finde gerade wirklich nicht mehr raus. Sag mal, ist der Weg, von wo wir kamen, hier verschüttet oder was? Kann aber eigentlich auch nicht sein. Halt, nein, das ist ein Weg. Es sah bloß so steil aus. Super, es fängt schon an. Ich werde hier unten verrückt. Ich denke schon, der Weg ist verschüttet. Da wäre ich, glaube ich, der Erste, dem das passiert, wenn du vorhast. Ich glaube, sowas kann ja hier eigentlich nicht passieren.
Ja, aber zumindest auch nur eigentlich. Vielleicht bin ich halt mal eine Ausnahme. So. Auf jeden Fall hier alles mitnehmen. Hier gibt es gerade schön was an Rohstoffen, so. So, einmal das einmal reinhauen, da wir eh nicht volle Gesundheit haben. Klebeband, Haarspray, jawohl. Oh, sogar noch ein Sammelobjekt, was wir noch nicht haben. Naja, so wie ich drauf bin in den Höhlen, wundert es mich nicht, dass wir nicht alle Sammelobjekte haben. Da ich ja wirklich ängstlich durch die Höhlen streife. Und deswegen machen wir jetzt auch hier nach oben. Und oben schauen wir dann mal, wie viel Alkohol wir jetzt auch so hier erbeutet haben. Weil ein bisschen was war es auf jeden Fall. An sich haben wir auch gut was an Münzen und Scheine so bekommen, also Geldscheine. Weil dann gehen wir vielleicht jetzt doch nicht nochmal ins Dorf. Ja. Kurz schauen. Drei Alkohol. Ja, leider reicht das nicht so ganz. Für den ganzen Vorrat an Brandfallen. Nicht so ganz reicht es dafür. Was ich aber so sagen muss, was ich schon mal eine Überlegung war, ob ich vielleicht einfach mal hier im Display-Projekt vielleicht auf eine Insel ziehe. Aber, naja, bin ich mir nicht so ganz sicher. Und es fängt gar nicht, glaube ich, heute alt. Ich weiß gerade nicht mehr, ob wir das Tor vorhin zugemacht haben. Es fängt an. Ja. Ich habe schon einen grauen Bart. Naja, den habe ich noch nicht. Noch nicht. Graue Haare kommen schon langsam. Okay, hier kriegen wir gerade auch noch mal ein bisschen Alkohol, ja. Zack. Komm, gib mir doch bitte schön überall einmal Alkohol bitte raus, dann würde ich einen schönen Vorrat auch hinkriegen. Ist ja wirklich schön. Ich würde ganz gerne so einen Kopf hier als Deko mitnehmen. So, das nehmen wir mal mit. Das hatten wir eigentlich schon mal, dachte ich, mal mitgenommen. Aber na gut. Ich muss ja sagen, hier die Ecke hier finde ich auch ganz cool, so für ein Haus. Jetzt sieht sie noch cool aus. Wenn ich hier aber ein Haus bauen würde, wären die ganzen Bäume dann weg. Sieht halt schön aus, wenn du so auf so einen schicken Wald dann blicken kannst von hier unten aus. Aber das Problem ist zum einen Kannibalen, Mutanten und ich müsste Holz auftreiben. Und ja, ich glaube, jedes Mal ganz tief in den Wald zu gehen, nur damit hier vorne meine schönen Bäume ich noch sehe, ist nicht so clever vielleicht. So. Ja, wir werden aber jetzt mal noch ein bisschen hier rumlaufen. Auf jeden Fall steht aber eins für mich schon mal fest. Wenn es langsam dunkel wird, möchte ich eigentlich nach Hause. Aber ich glaube, wir werden das dann nicht mehr schaffen. Deswegen werden wir spontan eine kleine Stelle finden, würde ich sagen, wo wir mehr oder weniger übernachten können. Was ich an sich sogar nicht verkehrt finde, wenn man so ein bisschen auch manchmal am Wasser einfach übernachtet, weil ja, dann sag ich mal so, kannst du noch notfalls ins Wasser schwimmen, ja? Da kommen die ja nicht rein. Das Ding ist, du hast dann noch Friesch vielleicht.
Ja, jetzt gerade haben wir auf jeden Fall hier nochmal Alkohol bekommen. Durch eines dieser Totems, nenne ich jetzt einfach mal, was die da halt so aufbauen immer. Ja, und langsam würde ich sagen, wird es ein bisschen finsterer. Ich meine, wir haben immerhin ein bisschen was auftreiben können. Also, wir könnten ja jetzt auch langsam schon mal so ein bisschen zurücklaufen, ja. Bloß halt diesmal Rückweg ein bisschen anders gestalten, so von der Route her, dass wir jetzt ein bisschen mehr durch den Wald so hier durchrennen. Oder laufen, ja. Weil, falls im Notfall doch etwas kommen sollte, brauche ich dann auch etwas Ausdauer. Nicht, dass die Ausdauer dann komplett runter ist, weil ich vorher durch den Wald gejoggt bin. Deswegen lieber nicht immer alles verpulvern davon. So, ja, mein Pilz, der ist soweit ich weiß gut. Ja, war auch gut. Halt, und wisst ihr, was mir gerade in den Kopf kommt? Hier haben wir jetzt nochmal ein Lager. Hier könnte man auch noch so ein Teil bekommen für diese kleine Pistole, die es ja auch noch hier gibt im Spiel. Die möchte ich ja auch mal noch zusammen kriegen. Und deswegen holen wir uns jetzt mal noch das Teil. Da müssen wir aber hier was freisprengen. Das heißt, das wird laut. Das wird den Kannibalen nicht gefallen. Und den Mutanten erst recht nicht. Ich muss gerade nur mal gucken, noch so nebenbei, wo das ist. Aber ich will mich halt auch noch umschauen hier mit Loot. Denn Loot ist immer gut. Oh. Bin mir nicht sicher, ob ich was gehört habe. Okay, Sprengstoff ist platziert. Zurück. So. Hier alles mitnehmen. Alte Pistole. Jawohl. Wir haben drei Teile. Für das gute Stück. Sehr schön. Ja, aber es wird immer dunkler. Es wird immer dunkler. Hier vorne haben wir auch wieder das Meer. Lass uns da eher ein bisschen lang laufen. Von hier aus ist es ja dann auch eigentlich gar nicht mehr allzu weit. Bis zu unserem Lager hin. Wo ich auch schon mal was gebaut hatte, wo ich das Spiel privat damals sogar noch auf meinem alten PC gespielt hatte, war dort hinten bei dem Baum, den ihr dort seht, da hatte ich hier eine Mauer gebaut, die so von der einen Seite zur anderen Seite rüber geht und dann mehr oder weniger so mein Schlafort beim Baum gebaut, die Lagerorte und sowas. Also sagen wir mal, ihr habt jetzt hier gleich hier vorne so eine Mauer und so weiter, da hatte ich noch so eine Seilrutsche nach unten gemacht und so. Damals, wo ich das Spiel privat gespielt hatte. Auf meinem alten PC und so. Oder vielleicht auch auf PlayStation, wo ich das Spiel privat gespielt habe, aber ich glaube, das war PC. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da mit schlechter Grafik unterwegs war. Ich hatte ja auch schon oftmals erwähnt, mein PC ist ja nicht allzu gut, ja. Da ist ja eher ein etwas älteres Wesen, ja. Ich will ja auch bald mal mit einem neueren was bringen, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Ja. Der eine oder andere weiß ja auch, dass ich ja auch ein bisschen mehr so umsteigen will, auch was PC betrifft. Weil ich will halt auch viele Spiele, weil das ist für mich persönlich dann auch mein erster richtiger starker PC, ja, mit dem ich halt umsteige, mehr oder weniger. Früher, ich hatte halt noch nie einen sehr, sehr guten PC, ich hatte halt immer einen, ja, er ging, ja. Also er war ausreichend für das, wofür ich ihn halt brauchte und so. Nie jetzt zum Spielen brauchte ich jetzt unbedingt einen PC, ja, sagen wir mal so.
Und ja, Let's Play-mäßig möchte ich halt. Das Ding ist halt, es gibt da so verdammt viele Survival-Spiele, die ich voll gerne spielen möchte. Ich habe auch auf meinem alten PC einige gekauft damals. Und ja, einige konnte ich leider nie richtig genießen. Entweder nur sehr, sehr schlechte Grafik oder ja, wenn es mit schlechter Grafik lief, dann sehr, sehr viel geruckelt. Also manches Zeug habe ich da leider absolut nie zum Laufen gebracht und so. Und ja, ich will da halt einfach mal umsteigen so ein bisschen zu dem neuen und möchte halt dann auch so die Spiele, die ich damals für mich spielen wollte, so, die möchte ich dann unbedingt Let's Playen. Vor allem Survival-Spiele halt reizen mich schon so lange, aber leider konnte ich die halt auf Konsolen nie so richtig spielen. Auf PC habe ich, auf meinem alten, habe ich einige damals gekauft, habe auch einige gespielt, sowas wie The Forest, Stranded Deep, Vortex, The Gateway, Rust, solches Zeug habe ich da halt immer gespielt, aber konnte diese Spiele halt nie so richtig genießen und manche Spiele davon liefen auch erst gar nicht so. Und ja, deswegen will ich da unbedingt mal umsteigen, weil ich weiß nicht, ich mochte schon immer Survival-Spiele. Mir gefällt das einfach, mir spricht das einfach persönlich absolut an. Das trifft halt ganz genauso meinen Geschmack, sage ich mal so, was Spiele betrifft und auch Filme. Ich mag auch so Survival-Filme-mäßiges Zeug und so. Ich weiß nicht, auf sowas stehe ich einfach. Das finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Und man merkt auf jeden Fall auch, es ist gerade definitiv kalt. Wir könnten jetzt natürlich auch mal kurz noch hier ein kleines Lagerfeuer machen. Aber es ist eigentlich auch nicht mehr allzu weit. Aber wir machen trotzdem einfach mal ein kleines Feuer. Dann haben wir hier einfach nochmal, vielleicht so eine Stelle, vielleicht können wir ja ein paar Gegner, die vielleicht eher dort hinten sind oder so, hierher eher locken, ja, auch wenn ich es nicht unbedingt eigentlich will. Aber klar ist mir auf jeden Fall, dass hier welche irgendwo sind. Ja, wir haben ja jetzt gerade auch schon hier den Schrei gehört von denen. Und ich weiß gerade gar nicht, wie macht man eigentlich Armbrustbolzen? Ich weiß gerade gar nicht, ob man die überhaupt herstellen kann. Das fände ich mal ganz schön eigentlich zu wissen. Aber ich glaube, die kann man nicht herstellen. Ja. Also wenn, dann habe ich da noch nie was gesehen. Denn dann müsste man eigentlich mal einen Bots und Bolz mit Holz hergestellt. Ja, und lass uns noch mal hier ein bisschen frisches Fleisch essen. So. Was ich mir irgendwie creepy vorstelle, ich stehe hier unten so, schaue dort nach oben und dann steht da oben Mutant oder so. Naja, der Mutant würde eh wahrscheinlich runterspringen, er scheint, dass er nur gucken. Anstatt dass er nur dort gucken würde nach unten, ja, der würde definitiv dort runterspringen. Okay, lass uns jetzt weiterlaufen ein bisschen. Naja, was heißt ein bisschen? So eher weiterlaufen nach Hause jetzt. Das ja, wie schon erwähnt, nicht mehr weit ist. Ja, aber was ich auf jeden Fall noch alles machen möchte in dem Let's Play Projekt, das möchte ich auch mal noch ganz kurz erwähnen, ist halt auf jeden Fall alle Waffen, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Werkzeuge holen. Also ich möchte auch noch diesen einen Bogen holen, der mir zum Beispiel noch fehlt, diese anderen Baupläne, die es noch gibt, mit dieser Schildkrötenrutsche, also mit diesem Schildkrötenpanzerrutsche-Ding. Das möchte ich mir auch noch holen. Ach du Schreck. Oh. Ich glaube, das Wasser wartet erstmal auf mich. Das wird dort erstmal reingehen. Ja, das glaube ich wirklich. Landen die da, landen die da. Erstmal ganz fix hier lang. Hier runter. Hopp. Und hopp. Nein, hoch hier. Gut. Wir
Wir machen mal hier ein kleines Feuer, damit es uns nicht ganz kalt ist. Hier sind wir auch ein bisschen umgeben so vom Wasser, aber hier rüber wird er eher noch kommen. Wenn er noch hier rüber möchte, wird er schon hier irgendwie rüber kommen. Ja, vor allem hier wegen dieser Stelle und so. Oder wollen wir einfach mal weitergehen? Also nach oben, meine ich. Damit. Boah, jetzt regnet es aber richtig stark hier. Bei so einem Wetter wäre ich nicht gerne draußen. Naja, hört jetzt eh schon wieder auf, mehr oder weniger. Okay, ja, lass uns mal rüber machen. Also hoch, wie ja gesagt. Zu dem Lager. Okay, mit Stein sind wir auch voll. Sehr gut. Weil mit Steinen, was das nämlich betrifft, wollte ich ganz gerne mal noch kurz was machen. Und zwar wollte ich die mal noch anbringen. Hier hinten nämlich. So, und dann gleich nochmal hier die zweite Etage davon platzieren. So. Hier drinnen sollten auch wieder ein paar Steine sein. Einer. Einer nur? Ja. Kannibalen technisch wird es auch bestimmt nicht nur einer sein. Okay, Leute, gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal an der Stelle hier wieder Schluss mit der Folge. Nächste Folge machen wir dann hier weiter. Was wir nächste Folge machen, bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber nächste Folge, glaube ich, werden wir von unten wieder mal ein bisschen was machen. Was so das Gebiet dort unten betrifft. Und ja, schaltet beim nächsten Mal gerne ein. Das war's an der Stelle, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschüssi.